Wusstet ihr, dass der Weihnachtsbaum sehr wahrscheinlich mal ein heidnischer Brauch war, der zur Wintersonnenwende gefeiert wurde, damit die Tage wieder länger werden und deshalb auch so Esszeugs etc. in einen dauergrünen Baum lassen? Jo, liebe Leute, mit diesem Funfact wünsche ich euch und euren Lieben frohe Feiertage. Ich hoffe, ihr lasst euch nach diesem harten Jahr für uns alle reichlich beschenken. Und ich wünsche euch natürlich auch einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres 2021. Ich weiß, Ähnliches habe ich euch auch schon letztes Jahr gewünscht. Ja, da lief 2019 schon nicht so dolle, zumindest für uns in der Motorvlogger-Szene. Gab es da einige Unfälle, unerwartete Todesfälle etc. Das war schon nicht so schön, da dachte man schon 2020, ja, wird alles besser. Und jetzt haben wir so ein 2020 erlebt. Brauchen wir nicht mehr. Also ich wünsche euch, dass ihr sehr gut mit all euren Lieben ins Jahr 2021 kommt und dass ihr viele eurer Wünsche erfüllen könnt und ihr hoffentlich gesund bleibt, erfolgreich bleibt und ein tolles 2021 erlebt. Das soll es von mir für dieses Jahr gewesen sein. Wir sehen uns dann irgendwann im März hoffentlich wieder. Und ich wünsche euch bis dahin allzeit gute Fahrt, wenn ihr im Winter fahrt. Und ansonsten eine besinnliche Winterzeit. Viele Grüße, Stefan vom Topf.